Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch das Meridian-Tapping praktizieren, weil es uns hilft, wieder in Schwung zu kommen, die Energien im Körper gut zirkulieren zu lassen und weil es uns harmonisiert und balanciert. Weil wir Yin und Yang ausgleichen. Also wenn du vielleicht dich mal auch müde, ausgelaugt fühlst, vielleicht auch in einer gewissen Starre, also dein dorsaler Vagus aktiv ist, dann kann dir das helfen, um wieder in deine Mitte zu finden und wieder mehr in deinen Fluss aufzukommen. Du kannst im Sitzen praktizieren, falls du nicht stehen kannst aus irgendwelchen Gründen. Und ansonsten stellen wir uns hier für die Übung hin, mit den Füßen parallel zueinander. Und ja, lass uns beginnen. Du kommst hier in einen hüftbreiten Stand. Die Knie sind leicht gebeugt und wir fangen erstmal an, hier uns zu schütteln, alles zu lockern und ganz weich zu werden. Und dann fangen wir erstmal an, den Bauch zu klopfen, unsere Mitte, um hier die Energie zu aktivieren. Du kannst hier gerne weiter mit den Knien so federn, damit die Energie schön in den Fluss kommen kann. Und dann noch 5, 4, 3, 2, 1. Und dann beginnst du, deinen Scheitelpunkt zu klopfen. Und kommst dann langsam zur Stirn, zu den Schläfen und klopfst sanft dein Gesicht ab. Und dann kommst du zurück zu deinem Kronenchakra, um den Kopf abzuklopfen, den Nacken. Und dann streckst du die linke Hand aus und klopfst erstmal die linke Schulter. Die Handfläche ist nach oben gerichtet und dann klopfst du den Arm nach unten. Bis zu deiner Handfläche. Dann wendest du die Hand und fängst an, den Handrücken zu klopfen und gehst wieder nach oben. Klopfst jetzt die Yang-Seite ab. Und dann richtest du den Daumen nach oben und klopfst wieder nach unten. Das darf ein relativ starkes Klopfen sein. Und dann klopfst du vom kleinen Finger aus wieder nach oben auf der Arm. Rückaußenseite bis zu deiner linken Achse, worüber sich deine Lymphflüssigkeit freut. Und dann an der Seite weiter nach unten. Noch einmal zur Bauchdecke. Und dann den rechten Arm zu klopfen. Du fängst an mit der Schulter, die Handfläche ist nach oben gerichtet. Und dann klopfst du wieder auf der Yin-Seite. Nach unten. Und wenn du bei deiner Handfläche angekommen bist, drehst du wieder, klopfst den Handrücken und gehst nach oben. Dann klopfst du nochmal deine Schulter. Drehst den Daumen nach oben und fängst an, nach unten zu klopfen. Am Daumen angekommen, gehst du dann zum kleinen Finger über und klopfst den Arm wieder nach oben ab bis zu deiner Achselhöhle. Die Lymphtätigkeit ist auch wichtig für die Entgiftungsfunktion des Körpers.
Und dann klopfst du die rechte Seite nach unten ab. Und dann fängst du an, den unteren Rücken abzuklopfen. Die Nierengegend, um das Nieren-Chi zu wecken, die Lebensenergie. Und dann gehst du langsam nach unten über dein Gesäß, die hinteren Oberschenkel, zu den Waden. Bis zu den Fersen und dann klopfst du die Fußrücken und kommst wieder nach oben über die Schienbeine bis zu den Oberschenkeln und dann klopfst du deine Leistengegend und kommst dann an den Seiten nach unten. Oberschenkel, Waden-Schienbeinbereich bis zu den Knöcheln und kleinen Zehen und dann innen wieder nach oben klopfen. Und auch hier wieder bis zu der Leistengegend. Und dann klopfst du noch einmal die Bauchdecke, kannst leicht federn. Und sammle nun das Chi, indem du einatmend die Arme nach oben bringst und ausatmend vor deiner Körpermitte wieder absenkst. Und tu dies insgesamt dreimal. Und dann bringst du abschließend das gesammelte Chi in dein unteres Dantian. Ungefähr 3 cm unter deinem Bauchnabel. Nimm hier noch ein paar tiefe Atemzüge. Spüre, wie du verbunden bist mit dem Boden unter dir. Und nimm wahr, wie sich dein Körper jetzt anfühlt nach dieser Übung. Ich wünsche dir einen wunderschönen, energetisierten Tag, den du in deiner Mitte verbringst. Alles Liebe, Namaste,